heute steht ja auf dem Programm Haydn in Bonn und Beethoven in Wien. Und worum es dabei geht, will ich Ihnen gleich wieder erklären, nach nochmal einem herzlichen Willkommen. Und ich benutze dazu wieder einige Folien. Erinnern sich vielleicht, wir haben uns beim letzten Mal damit befasst, wie es mit den Bonner Freunden von Beethoven aussah, mit Babette Koch und Jeanette Donrath und Maria Anna von Westerholt und dem Lorchen von Bräuning und Waldstein und den Stammbuchfreunden. Und heute geht es eben um das Kapitel von Bonn nach Wien mit der Frage, wie ist Haydn eigentlich nach Bonn gekommen? Wie war der Gang von Beethoven nach Wien? Und was hat sich eigentlich am Bekenntnis von Beethoven zu Bonn abgespielt? Und wie viele Bonner waren eigentlich in Wien gewesen? Das ist der Gegenstand heute. Und diesem ganzen Kapitel kann man sich nicht widmen, ohne Johann Peter Salomon. Denn der spielt hier eine ganz zentrale Rolle, sowohl bei der Frage Haydn nach Bonn als auch Beethoven nach Wien. Der Vater von Johann Peter Salomon war Oboist und Geiger in der Hofkapelle und hatte, und zwar unter dem Ludwig van Beethoven dem Älteren, also dem Hofkapellmeister, und hatte noch zwei Geschwister, nämlich die Anna Jakobina Salomon. Das war eine Altistin, die gehörte von 1764 bis 1774 zur Hofkapelle, war eine Schülerin von Johann van Beethoven, also des Vaters von Ludwig. Und die Anna Maria Salomon, das war eine Sopranistin. Übrigens, der Großvater von Beethoven, Ludwig van Beethoven der Ältere, war Trauzeugin bei deren Hochzeit. Und dann eben Johann Peter Salomon, der ab 1758, also schon als ganz junger Kerl, Geiger in der Hofkapelle war und der dann 1764, also vor der Geburt von Ludwig van Beethoven, nach Rheinsberg gegangen ist, dort Kapellmeister wurde und später 1781 nach London ging. Er hat aber immer engen Kontakt zu Bonn gehalten, weil seine beiden Schwestern und auch der Vater noch in der Hofkapelle gewesen sind. Er hat auch öfter Besuche in Bonn gemacht. Und die Familie Salomon wohnte ja im Vorderhaus in der Bonngasse, wo im Hinterhaus Ludwig van Beethoven geboren ist. Da gab es also doch enge Beziehungen. Und Johann Peter Salomon ist also im gleichen Haus wie Ludwig van Beethoven geboren worden, nur 25 Jahre vor Ludwig van Beethoven. Johann Peter Salomon war nicht nur ein hervorragender Musiker, sondern er war auch so etwas wie der erste bedeutende Konzertmanager in Europa. Er war ein Musikimpresario und spielte in London eine große Rolle. Und er hat eben Joseph Haydn, der schon immer den Wunsch hatte, nach London zu kommen, davon überzeugt, eine London-Reise für ihn zu organisieren. Das war auch deswegen möglich, weil der Arbeitgeber von Joseph Haydn, der Fürst Esarhazy, dem er 25 Jahre lang gedient hat, 1790 verstorben ist. Und dann ist Johann Peter Salomon an Haydn herangetreten und hat ihn nach London eingeladen und hat ihm auch gesagt, ich organisiere die Reise für dich, und hat festgelegt, dass diese Reiseroute auf dem Weg nach London über Bonn führt. Das hätte er wahrscheinlich so nicht unbedingt gemacht, wenn er nicht selber diese Bonn-Bezüge gehabt hätte. Am 15. Dezember 1790 hat Haydn Wien verlassen. Mozart hat den um 30 Jahre älteren Haydn noch versucht abzuhalten von dieser Reise. Er hat ihm gesagt, sie haben keine Erziehung für die große Welt gehabt und reden zu wenige Sprachen. Da sprach natürlich der reiseerfahrene Wolfgang Amadeus Mozart zu dem Papa Haydn. Die beiden haben sich tränenreich voneinander verabschiedet,
Und Haydn ist eigentlich davon ausgegangen, dass er vor Mozart sterben würde. Tatsächlich hat ja dann Mozart gestorben, bevor Haydn gestorben ist. Haydn kam dann am 25. Dezember 1790 in Bonn an. Und eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, war der Eintrag in das Gästebuch der Leser, der Bonner Lesegesellschaft. Dort hat ihn Franz Anton Ries, der ja ein Mitgründer der Lesegesellschaft gewesen ist, hingebracht. Und Sie sehen hier den Eintrag Josephus Haydn noch als esterhazischer Kapellmeister. Und über die Ereignisse, die dann gefolgt sind, wissen wir deswegen Bescheid, weil Albert Christoph Dies 20 Jahre später nach Gesprächen mit Haydn eine Biografie geschrieben hat. Und das, was sich dann am 26. Dezember 1790 zugetragen hat, das war ein Sonntag dann gewesen, kann man dieser Biografie entnehmen. Salomon führte Haydn am Sonntag in die Hofkapelle, eine Messe anzuhören. Kaum waren beide in die Kirche getreten und hatten sich einen schicklichen Platz gewählt. Das war natürlich dann in der Schlosskirche gewesen, nahm das Hochamt seinen Anfang. Die ersten Akkorde kündigten ein Werk der haydnischen Muse an und Haydn hielt es für einen Zufall, der sich so gefällig gegen ihn bezeigte, ihm schmeicheln zu wollen. Das war natürlich kein Zufall, sondern die haben sich das genau überlegt, wenn der große Haydn schon kommt, etwas von ihm zu spielen. Gegen Ende der Messe näherte sich eine Person und lud ihn ein, sich in das Oratorium zu geben, wo er erwartet werden würde. Haydn begab sich dahin und war nicht wenig erstaunt, als er sah, dass der Kurfürst Maximilian ihn dahin hatte rufen lassen, ihn gleich bei der Hand nahm und ihn seinen Virtuosen den Worten vorstellten, da mache ich sie ihrem von ihnen so hochgeschätzten Haydn bekannt. Also Kurfürst Max Franz hat die Mitglieder der Hofkapelle oder einige von ihnen mit dem Haydn nach der Messe zusammengeführt und wollte dann eigentlich eine Tafel, ein großes Abendessen für Haydn und die Musiker ausrichten. Und dann lesen Sie hier weiter, Haydn kam durch diese unerwartete Einladung in nicht geringe Verlegenheit, denn er und Salomon hatten in ihrer Wohnung schon ein kleines Dinner veranstaltet und es war zu spät, eine Abänderung zu treffen. Haydn musste also zur Entschuldigung Zuflucht nehmen, die der Kurfürst für gültig annahm. Haydn beurlaubte sich darauf und begab sich nach seiner Wohnung, wo selbst er von einem nicht erwarteten Beweis des Wohlwollens des Kurfürsten überrascht wurde. Sein kleines Diner war nämlich auf des Kurfürsten stille Ordre in ein großes zu 12 Personen verwandelt und die geschicktesten Musiker dazu eingeladen. Haydn hat also bei dieser Gelegenheit die Musiker der Hofkapelle nicht nur während des Gottesdienstes in Aktion erlebt, sondern er hat sich dann mit einigen von ihnen zum Abendessen getroffen. Es ist nicht überliefert, ob Beethoven dabei gewesen ist. Jedenfalls spielte dieses Abendessen dann später noch eine Rolle. Haydn hat dann, ist dann weitergereist nach London und Salomon hat dann bei der Rückreise 2 Jahre später wieder die Reiseroute über Bonn gelegt. Und da Haydn dann auch noch zur Kaiserkrönung nach Frankfurt wollte, bot sich das auch an. Nur Salomon konnte ihn diesmal nicht begleiten. Und wir haben einen Brief an Cornelius Michael Geiger. Das war der Einkäufer in der Hofküche und war der Schwiegersohn von Johann Peter Salomon, war der Schwager von Johann Peter Salomon gewesen, denn er hatte Anna Maria Salomon geheiratet. Und Sie lesen aus diesem Brief, ich kann, so gern ich auch wollte, den lieben Papa Haydn nicht zu Ihnen begleiten. Die Angelegenheiten meiner Unternehmungen erheischen unumgänglich meine Gegenwart in England und Gott weiß, ob es mir diesen Sommer noch möglich sein wird, Sie zu besuchen. Herr Haydn wird Ihnen mündlich die Umstände besser zergliedern, als es hier schriftlich gestehen könnte. Also Johann Peter Salomon hat seinen Schwager darum gebeten, sich dann um den Haydn auch zu kümmern.
Haydn hatte wohl schon 1790 Kontakte zu Nikolaus Simrock, dem Verleger, geknüpft und hat am 10. Juli 1792 mit ihm auch in Bonn Gespräche geführt. Der Kurfürst war nicht in Bonn gewesen, als Haydn zum zweiten Mal dann da war. Und wir wissen dann, dass das Orchester vielleicht als Gegeneinladung zu dem Abendessen Haydn eingeladen hat. Und wir wissen, dass durch eine Notiz von Franz Gerhard Wegeler in seinen eigenen Erinnerungen, wo er so schön schreibt, als Haydn zuerst aus England zurückkam, ward ihm vom kurfürstlichen Orchester ein Frühstück in Godesberg, einem Lustorte nahe bei Bonn, gegeben. Bei dieser Veranlassung legte ihm Beethoven eine Kantate vor, welche von Haydn besonders beachtet und ihr Verfasser zu fortdauerndem Studium aufgemuntert worden ist. Godesberg war damals ein kleiner Ort mit 350 Einwohnern und hatte eigentlich erst zwei Jahre vorher durch die Aufwertung der Mineralquelle einen Aufschwung erlebt. Und damals hatte Kurfürst Max Franz entschieden, dort auch eine Redoute zu bauen. Und die wurde gerade rechtzeitig fertig, als Haydn dann nach Bonn kam. Und Beethoven war bei diesem Musikerfrühstück dabei gewesen. Ob er nun tatsächlich eine Kantate dem Haydn vorgelegt hat, könnte sich um die Josefskantate gehandelt haben. Das weiß man nun außer der Notiz von Wegeler nicht wirklich. Vielleicht hat er ihm auch Klavier vorgespielt. Jedenfalls liegt es sehr nahe, dass bei dieser Gelegenheit dann vereinbart worden ist, der Unterricht, zu dem dann Beethoven später nach Wien gereist ist. Es war eigentlich klar, dass dieser Unterricht bei Haydn so ähnlich wie die erste Wien-Reise mit dem Ziel, bei Mozart sich fortzubilden, etwas sein würde, etwas zeitlich Befristetes, bei dem Beethoven wieder zurückkehrt nach Bonn, denn sein Berufsziel war gewesen, Hofkapellmeister zu werden wie der Großvater. Er hat wieder ein Stipendium bekommen von Max Franz, da komme ich gleich nochmal drauf. Und wir haben eine ganze Reihe von Zeugnissen, dass fest mit der Rückkehr nach Bonn gerechnet worden ist. Zum Beispiel Stammbucheinträge. Und dieses Stammbuch, dieses Poesiealbum, was im Umfeld des Abschiedes dann im Zehrgarten entstanden ist. Dort hat beispielsweise der Beethoven-Freund Johann Martin Degenhardt geschrieben, dass ich denke mir bald, wie du von berauschendem Beifall in traulichen Kreise der Freunden ausschnaufst. Also du wirst in Wien gefeiert werden und dann kommst du zurück und erholst dich bei uns im Kreis der Freunde. Oder Johann Heinrich Grevelt, der geschrieben hat ganz ausdrücklich, dass wenn der Einklang schön gewählter Töne dann dein Herz erfreut, oh, lass das Schöne, einst so gut gestimmte Freundschaft dich freuen, denk an die fernen Güten, kommst du einst zurück, froh sehen wir entgegen diesem Augenblick, oh, wie wollen wir uns Herz an Herz dann wieder freuen. Also man sieht an diesen Einträgen den Abschiedsschmerz einerseits und auch die Hoffnung auf eine Rückkehr des Freundes. Ein besonders interessanter Beitrag in diesem Stammbuch kommt von Johann Josef Eichhoff, dem früheren Mundkoch und dann Mitbegründer der Lesegesellschaft. Das ist ein etwas längerer Eintrag, von dem ich hier zwei Passagen aufgeschrieben habe. Die erste Passage ist eigentlich eine Anspiel auf das Problem des Alkoholismus beim Vater und auch der Großmutter mit der Mahnung, nur nie zu viel, noch auf einmal, auch dass der letzte Tropfe nicht zur Galle werde, so trink in kleinen Zügen nur und denk bei dem Genuss, dass die Natur nur dem den Becher wieder füllt, der mäßig schlürft und weidlich sich die milde Gabe schmecken lässt. Ich finde, das ist eine sehr schöne Beschreibung
auf was Beethoven zu achten hat, wenn er nicht den Weg des Vaters gehen soll. Und dann endet Eichhoff mit dem Gruß an Beethoven: Nun ziehe hin, sei bieder stets und gut und wahr, und dann sollst du mich und brech auch alles in dir und unseren trauten Kreis mit offenen Armen wahrer Liebe auf deine Rückkunft harren sehen. Also auch da die klare Erwartung, du wirst wieder zurückkommen. Beethoven selbst hat es auf eine humorvolle Art auch mal an Nikolaus Simrock geschrieben, der einige Töchter im gleichen Alter hatte, wo Beethoven dann am 2. August aus Wien an Simrock schrieb: Sind ihre Töchter denn schon groß genug? Erziehen sie mir eine zur Braut, denn wenn ich ungeheiratet in Bonn bin, bleibe ich gewiss nicht lange da. Also auch aus diesem insgesamt sehr humorvollen Brief kann man entnehmen, dass Beethoven auch eigentlich mit der Rückkehr rechnete. Es gibt auch noch einen anderen, etwas früheren Brief an Eleonore von Breuning am 2. November 1793, wo er schreibt, fügt ihr eine Komposition dazu, auf die ich gleich komme, und schreibt: Es sei eine kleine Wiedererweckung an die Zeit, wo ich so viele und so selige Stunden in ihrem Hause zubrachte. Also die Familie von Breuning als die zweite Heimat von Beethoven. Vielleicht erhält es mich im Andenken bei ihnen, bis ich einst wiederkomme, was nun freilich so bald nicht sein wird. Das ist schon eine Anspielung auf die Besetzung Bonns durch die Franzosen. Oh, wie wollen wir uns dann, meine verehrte Freundin, freuen? Sie werden dann einen fröhlicheren Menschen in ihrem Freunde finden, dem die Zeit und sein besseres Schicksal die Furchen seines vorhergegangenen Widerwärtigen ausgeglichen hat. Das ist eine Anspielung auf die doch schwerere Zeit, die Beethoven in den letzten Bonner Jahren hatte, als der Vater in den Alkoholismus abgedriftet ist und er sich auch um seine beiden jüngeren Brüder kümmern musste. Diesen Brief hat Beethoven 12 Variationen über eine Arie aus Mozarts Hochzeit des Figaro beigefügt. Und der letzte Tag, an dem den Beethoven in Bonn verbracht hat, war dann im Zehrgarten gewesen, am 1. November 1792, dort, wo auch dann dieses Stammbuch, dieses Poesiealbum Beethoven überreicht worden ist. Und ich will hier doch nochmal den so bekannten Eintrag von Graf Waldstein zitieren. Sie sehen ihn hier im Original wie im Stammbuch und in der Reinschrift sozusagen: Lieber Beethoven, Sie reisen jetzt nach Wien zur Erfüllung Ihrer so lang bestrittenen Wünsche. Mozarts Genius trauert noch und beweinet den Tod seines Zöglings. Bei dem unerschöpflichen Heiden fand er Zuflucht, aber keine Beschäftigung. Durch ihn wünscht er noch einmal, mit jemandem vereinigt zu werden. Durch ununterbrochenen Fleiß erhalten Sie Mozarts Geist aus Haydns Händen. Das ist also eigentlich keine Lobpreisung von Haydn, der hier beschrieben wird als ja so ein vorübergehender Gastgeber für den Genius von Mozart, der dann erst bei Beethoven eine wirkliche Heimat finden würde. Und das ist ein sehr frühes, eigentlich das erste Dokument, wo die drei großen Komponisten Mozart, Haydn und Beethoven in einem Atemzug genannt werden. Und das eben schon 1792, als Mozart und Haydn die bei weitem dominierenden Komponisten gewesen sind. Beethoven ist dann mit der Kutsche nach Wien gefahren und er musste zunächst mal durch die französischen Linien kommen, denn die Franzosen waren ja auf dem Zumarsch nach Bonn und haben das Rheinland besetzt. Der Kurfürst selbst, Max Franz, ist im Dezember 1792, also ein paar Wochen später, hat er die Flucht ergriffen. Er kam dann im April 1793 wieder zurück. Und bei Montabaur musste eben Beethoven mit dem Kutscher durch diese feindlichen Linien. Und in einem kleinen Reisetagebuch, was überliefert ist, schreibt er über den Kutscher: Weil der Kerl uns mit Gefahr, Prügel zu bekommen, mitten durch die hessische Armee führte und wie ein Teufel fuhr. Also es muss ziemlich turbulent gewesen sein. Das Verhältnis von
Beethoven zu Haydn war von Anfang an in Wien ein kompliziertes und es war auch ein kompliziertes Verhältnis von Haydn zu dem Dienstherrn von Beethoven, der Kurfürst Max Franz. Und das zeigt ein Briefwechsel zwischen den beiden. Haydn hat nämlich einen Brief geschrieben am 23. November 1793, also Beethoven war ein Jahr da gewesen. Und dieser Brief an den Kurfürsten Max Franz beinhaltet zunächst mal den Hinweis, ich überschicke einige Musikstücke und dann führt die dann auf, die Beethoven, mein Schüler, in Wien komponiert hat und wie ich mir schmeichle, als ein empfehlender Beweis seines außer dem eigentlichen Studieren gewachsenen Fleißes soll das sein. Und dann führt Haydn an, weil nun einmal von Beethoven die Rede ist, so erlauben eure kurfürstliche Durchlaucht, dass ich auch ein paar Worte von seinen ökonomischen Angelegenheiten sagen darf. Für das verflossene Jahr wurden ihm 1000 Dukaten angewiesen, dass diese Summe nicht hinreichend war, auch nur um bloß zu leben. Daran sind ihre kurfürstliche Durchlaucht wohl selbst überzeugt. Indessen mögen höchst dieselben ihre guten Ursachen gehabt haben, ihn mit einer so geringen Summe in die große Welt zu schicken. In dieser Voraussetzung, um ihn nicht unter der Hände der Wucherer fallen zu lassen, habe ich teils für ihn Bürgschaft geleistet, teils an Baren ihm so viel vorgeschreckt, dass er mir 500 Florin schuldig ist, woran kein Kreuzer ohne Notwendigkeit verwendet worden ist. Also Haydn bittet den Kurfürsten, ihm Geld zu schicken, weil er Beethoven Geld geliehen habe und weil der Kurfürst ihn mit sehr geringen Mitteln nach Wien geschickt habe. Das ist eigentlich schon ein sehr direktes Ansinnen, wo der materielle Gesichtspunkt im Mittelpunkt steht. Und entsprechend verärgert war Max Franz, der dann am 23. Dezember einen Brief an Josef Haydn geschrieben hat. Es ist nicht ganz klar, ob der abgeschickt worden ist oder ob Max Franz ihn mit nach Wien genommen hat, wohin er später gereist ist. Und da steht es in aller Klarheit, die Musik des jungen Beethoven, welche Sie mir zugeschickt haben, habe ich mit Ihrem Schreiben erhalten, da indessen diese Musik, die Fuge ausgenommen, von demselben schon hier in Bonn komponiert und produziert worden, ehe er diese seine zweite Reise nach Wien machte, so kann mir dieselbe kein Beweis seiner zu Wien gemachten Fortschritten sein. Also das war die erste Ohrfeige von Max Franz für Haydn. Und dann kommt gleich die zweite. Was ferner die Anweisung betrifft, welche er zu seiner Subsistenz zu Wien bisher gehabt, so besteht dieselbe zwar nur aus 500 Florin, da er nebst diesen 500 Florin sein hiesiges Gehalt von 400 Florin ihm jederzeit noch fortläuft, so bezog er 900 Florin. Ich sehe daher wohl nicht ein, wie er sich in seiner Ökonomie so weit zurückgesetzt hat, als sie mir schreiben. Also entweder der Beethoven hat dem Haydn was Falsches über seine Finanzen erzählt oder Haydn hat aus irgendwelchen Gründen das selbst zum Thema gemacht. Jedenfalls war Max Franz sehr verärgert gewesen, denn Beethoven hat mehr Geld gehabt, als Haydn das in seinem Brief geschrieben hat. Und dann kommt gleich die dritte Ohrfeige. Ich denke daher, ob Beethoven nicht wieder seine Rückreise hierher antreten könne, um hier seine Dienste zu verrichten, denn ich zweifle sehr, dass er bei seinem jetzigen Aufenthalt wichtigere Fortschritte bei der Komposition und Geschmack gemacht haben werde. Und ich fürchte, dass er ebenso wie bei seiner ersten Wiener Reise bloß Schulden von seiner Reise mitbringen werde. Also Sie können aus diesem Briefwechsel sehen, dass das Verhältnis zwischen Haydn und Max Franz nun wirklich nicht gut gewesen ist. Das ganze Thema hat sich ja dann erübrigt, weil im Frühjahr 1794 die Franzosen Bonn besetzt haben, der Kurfürst vertrieben worden ist und damit eine Rückkehr nach Bonn gar nicht möglich gewesen ist. Max Franz hat aber Beethoven in der Liste seines Orchesters noch bis 1796 fortgeführt als Orchestermusiker. Wie war das nun mit Beethoven in Wien? Es gibt eine Erinnerung von Elisabeth von Bernhard an die Begegnungen, die sie mit dem
Beethoven hatte in den ersten Jahren 1794 und 1800. Und da sieht man schon, wie Beethoven dann in Wien sich schwer tat. Er kam ja aus dem liberalen Bonn, wo die Standesunterschiede schon sich etwas aufgelöst hatten. Sie erinnern sich, der Kurfürst wohnte nicht im Schloss. Er hat sich unter die Bürger gemischt, er hat mit den Bürgern Musik gemacht. Bonn war eine übersichtliche Stadt gewesen. Und Beethoven kam in das nun sehr standesorientierte Wien. Und Frau von Bernhardt schildert herrlich die Szene, die sie selbst erlebt hat. Wenn er zu uns kam, steckte er gewöhnlich erst den Kopf durch die Türe und vergewisserte sich, ob nicht jemand da sei, der ihm missbehage. Er war ganz klein und unscheinbar, mit einem hässlichen roten Gesicht voller Pockennarben. Sein Haar war ganz dunkel. Sein Anzug sehr gewöhnlich und durchaus nicht von der Gewähltheit, die in jenen Tagen besonders in unseren Kreisen üblich war. Dabei sprach er sehr im Dialekt und in einer etwas außergewöhnlichen Ausdrucksweise, wie überhaupt sein Wesen nichts von äußerer Bildung verriet, vielmehr unmanierlich in seinem ganzen Gebaren und Benehmen war. Ich erinnere mich noch genau, wie sowohl Haydn als Salieri in dem kleinen Musikzimmer an der einen Seite auf dem Sofa saßen, beide stets aufs sorgfältigste nach der älteren Mode gekleidet, mit Haarbeutel, Schuhen und Seitenstrümpfen, während Beethoven auch hier in der freieren überrheinischen Mode ja fast nachlässig gekleidet zu kommen pflegte. Die freie überrheinische Mode ist ein herrlicher Begriff, der sehr anschaulich beschreibt, wie der junge, unkomplizierte Beethoven in diese doch etwas starre Gesellschaft gekommen ist. Später hat ein Schweizer Bekannter von Beethoven geschrieben, dass Beethoven entsetzlich über Wien schimpft und wünscht, dort fortzugehen, vom Kaiser bis zum Schuhputzer, sagt, er sind alle Wiener nichts wert. Und diese Distanz von Beethoven zu Wien gibt es auch an verschiedenen anderen Punkten. Zum Beispiel an seinen Freund Karl Amenda schrieb Beethoven 1801 über die Qualität der Bonner Freundschaften: Womit soll ich deine Treue, deine Anhänglichkeit an mich vergleichen? Oh, das ist recht schön, dass du mir immer so gut geblieben. Ja, ich weiß dich auch mir von allen bewährt und herauszuheben. Du bist kein Wiener Freund. Nein, du bist einer von denen, wie sie mein vaterländischer Boten hervorzubringen pflegt. Also auch da kommt ein Stück weit die Sehnsucht zum Ausdruck und die enge Beziehung, die Beethoven zu seinen Bonner Jugendfreunden hatte. Es gibt auch eine andere schöne Begebenheit, die Peter Joseph Lené, der große Gartenbauer, berichtet. Er hat seine Ausbildung im Schloss Schönbrunn gemacht und hat Beethoven Briefe überbracht von seinem Vater und von Franz Anton Ries und erinnert sich später an einen Besuch im Oktober 1812, wo ihn Beethoven mit den Worten begrüßt hat: Dich verstehe ich, du sprichst Bönsch. Und deshalb musst du mein Gast sein im Weißen Schwan in der Kärntner Straße. Beethoven hat sich in Bonn, in Wien immer zu Bonn bekannt, hat auch eine ganze Reihe von Dokumenten und Briefen so unterschrieben. Ins Poesiealbum für Theodora Johanna Focke hat er im Mai 1793 unterschrieben mit Ludwig van Beethoven aus Bonn im Kölnischen. Das war noch bevor er die Nachricht bekam, dass die Franzosen Bonn endgültig besetzt hätten. 1813 hat er einen Brief unterschrieben mit ihr Freund Beethoven Bonensis. 1821 nochmal, 1823 auch, an Ferdinand Ries, der berichtet, dass Beethoven beim Erhalt eines Porträts ausgerufen habe, dass eines Porträts von Ferdinand Ries, das ist doch der alte Junge, der mir viel Freude gemacht, wir Bönner sind doch ganze Kerls. Und 1826 hat Beethoven einen Begleitbrief geschrieben zu der handschriftlichen Widmung der 9. Sinfonie an Friedrich Wilhelm III. Und da heißt es ganz ausdrücklich, dass ich selbst so glücklich bin, mich als Bürger von Bonn unter ihre Untertanen zu zählen. Natürlich wollte er sich dem preußischen König auch besonders
vielleicht ein bisschen anbiedern, aber trotzdem 1826, noch ein Jahr von dem Tod, sich selber als Bürger von Bonn zu bezeichnen, ist natürlich schon eine bemerkenswerte Sache. Beethoven hat auch in vielen Äußerungen, die ich hier einmal zusammengestellt habe, sich an das Rheinland erinnert, immer mit einem Stück Heimweh, wenn er an Wegeler geschrieben hat: Mein Vaterland, die schöne Gegend, in der ich das Licht der Welt erblickte, ist mir immer noch so schön und deutlich vor Augen, als ich sie verließ. Oder an Nikolaus Simrock: Vielleicht kann ich künftiges Jahr meinen vaterländischen Boden betreten und die Gräber meiner Eltern zu besuchen. Oder einen weiteren Brief an Simrock, wo er geschrieben hat, dass er immer noch hofft, Bonn zu sehen. Und später an Ferdinand Ries: Leben Sie wohl in den mir ewig schönen Rheingegenden. Oder wenn er an seinen Verleger und den Verlag Schott schreibt, aus Niederösterreich: Die Gegenden, worin ich mich jetzt aufhalte, erinnern mich einigermaßen an die Rheingegenden, die ich so sehnlich wiederzusehen wünschte, da ich sie schon in meiner Jugend verlassen habe. Das ist sozusagen Beethoven Bonensis, das Bekenntnis von Beethoven zu Bonn in seiner Wiener Zeit. Und dann gibt es noch das Kapitel Die Bonner in Wien. Da war zunächst mal die Familie. Er hat sozusagen den verstorbenen Großvater nach Bonn geholt, denn er hat Franz Gerhard Wegeler 1801 ausdrücklich gebeten, ihm das Porträt seines Großvaters nach Wien zu schicken. Und es gibt eine Reihe von Zeitzeugenberichten, dass dieses Porträt in den sehr vielen Wiener Wohnungen hatte, die Wiener Wohnungen, die Beethoven ja hatte, immer an einem sehr prominenten Ort hing. Seine Brüder, Nikolaus Johann, der wollte nur noch Johann genannt werden, kam 1796 nach Wien. Die hat er also nach Wien geholt, als klar war, dass er nicht mehr nach Bonn kommen kann. Johann wurde dann Apotheker. Und 1794, also schon vorher, hat er Kaspar Kall nach Wien geholt. Der wollte nur noch Kall genannt werden, weil Kaspar ihn an den Minister Belderbusch erinnert hat. Von dem gibt es kein Bild. Und dessen Sohn, Karl von Beethoven, war dann der Neffe von Ludwig, um den es dann diese langen Auseinandersetzungen um das Sorgerecht gab. Das war sozusagen die Familie, die dann in Wien gewesen ist. Dann war Franz Gerhard Wegeler in Wien, der alte Bonner Freund, der ja Medizin in Wien studiert hatte. Und er war vom Oktober 1794 bis Mai 1796 in Wien gewesen. Heinrich von Struve war im Frühjahr 1795 nach Wien gekommen, auf dem Weg nach Russland. Es gibt ja den Brief von Beethoven an Struve vom September 1795, wo er an Struve schreibt: Da bist du jetzt in dem kalten Lande, wo die Menschheit so sehr unter ihrer Würde behandelt wird. Dieser Brief, der erst vor 2 oder 3 Jahren wirklich bekannt geworden ist. Weitere Bonner, die in Wien waren, waren die von Breunings. Der Lorenz von Breuning kam mit Wegeler 1794 und blieb bis Herbst 1797 und ist dann aufgrund einer Krankheit nach Bonn zurück, ist ja ein Jahr später verstorben. Christoph von Breuning war vom Dezember 1795 bis Mai 1796 in Wien. Und Stefan von Breuning, der kam auch im Oktober 1795, im Dezember 1795, blieb bis Oktober 1796, ging dann nach Mergentheim, um dort beim Deutschen Orden, wie das in der Familie Tradition war, Karriere zu machen, ist aber 1803 nach Wien zurückgekehrt und war ein enger Freund von Beethoven. Die beiden haben noch eine Zeit lang zusammen gewohnt. Stefan von Breuning hat an Fidelio mitgeschrieben. Wie bei einer engen Freundschaft gab es auch Zerwürfnisse und man ist wieder zusammengekommen. Und er war dann später auch von Beethoven eingesetzter
Testamentsvollstrecker. In Bonn, in Wien war dann auch beispielsweise der Bruder von Babette Koch, Matthias Koch, 1796 und 1797, oder die Romberg-Vettern, die Beethoven aus der Hofkapelle gekannt hat. Übrigens hat Beethoven Stefan von Breuning sein Violinkonzert Opus 61 gewidmet. Beide, Ludwig van Beethoven und Stefan von Breuning, waren ja Geigenschüler bei Franz Anton Ries gewesen. Und Stefan von Breuning konnte wohl zumindest bei privaten Angelegenheiten den Solopart des Klavierkonzertes, des Violinkonzertes auch spielen. Und interessant ist, dass Beethoven eine Klavierfassung dieses Violinkonzertes gemacht hat, dass er der Frau von Stefan von Breuning gewidmet hat, Julie von Breuning, die Pianistin gewesen war. Stefan von Breuning hat sie 1808 geheiratet. Sie war die Tochter des Arztes von Beethoven, von Gerhard von Fehring, ist schon 1809 gestorben. Das war für Stefan von Breuning ein sehr tiefgehender Einschnitt. Sie sehen hier die Titelseite der Originalausgabe des Violinkonzertes in der Klavierfassung mit der Widmung an Madame de Breuning. Und ich will doch mal, weil man das selten hört, die Klavierfassung einmal anspielen, damit Sie sehen, wie das in etwa geklungen hat. Also Sie haben ja bei dieser etwas schwer zu findenden Aufnahme so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Beethoven hat auch seinen Freunden sehr gerne Erinnerungsstücke gewidmet. Zum Beispiel diesen Porträtstich von Blasius Höfel, den er sowohl dem Freund Wegeler geschickt hat am 27. März 1815, aber auch meinem Freunde Simrock, um mich zuweilen anzusehen, von Ludwig van Beethoven. Das ist ein Exemplar, was dann erhalten ist mit einer angehefteten Blume und einer angeblich Beethoven zu Lebzeiten abgeschnittenen Haarlocke. Wichtig von den Bonnern war natürlich auch Ferdinand Ries. Ferdinand Ries, der Sohn von Franz Anton Ries, kam 1803 nach Wien mit einem Empfehlungsschreiben des Vaters, was Beethoven mit den Worten kommentiert hat, das braucht er gar nicht, denn er hat nicht vergessen, wie der Vater sich ihm geholfen hat, als die Mutter gestorben war, wie Franz Anton Ries dort geholfen hat. Ferdinand Ries wurde sehr schnell ein Assistent und Schüler von Beethoven, Klavierschüler zusammen mit dem jüngeren Karl Czerny, hat dann 1804 auch das dritte Klavierkonzert von Beethoven uraufgeführt. Das sicher eine besondere Ehre. Musste 1805 Wien schon wieder verlassen, weil er eingezogen werden sollte. Das kam dann wegen einer Krankheit nicht zustande. Ferdinand Ries ging nach Paris, kam 1808 wieder zurück nach Wien, um dann 1810 von dort aus nach Russland aufzubrechen und dann 1813 nach London zu kommen. Sie erinnern sich, Johann Peter Salomon war dort und hat ihm die Türen geöffnet. Ferdinand Ries wurde dann auch Direktor der Philharmonischen Gesellschaft und war dann involviert in den Kompositionsauftrag für die 9. Sinfonie, die er selbst übrigens dann im Rheinland uraufgeführt hat, denn ab 1824 war Ferdinand Ries wieder in Bonn.
Sie sehen hier einen Brief, den Beethoven dann an Ries in Godesberg geschrieben hat, wo Ries sich ein Besitztum erworben hat. Also auch die 9. Sinfonie hat einen vom Kompositionsauftrag einen unmittelbaren Bezug zu Bonn. Und ich will hier zum Abschluss nur noch mal einfach aufführen, wer sonst noch alles von Bonnern in Wien gewesen ist. Da war Andreas und Bernhard Romberg, der Karl von Kügelen, Anton Reicher war 7 Jahre in Wien gewesen, Johann Josef Eichhoff, der Gründer der Lesegesellschaft, war 1815 in Wien, denn er war da Direktor der Rheinschifffahrtsgesellschaft, spielte da eine wichtige Rolle. Dann die Willmann-Kinder waren in Wien alle gewesen und waren dort auch musikalisch tätig. Auch die zweite Frau von Ignaz Willmann, die Anna Maria Annonetta Willmann, war in Wien tätig gewesen. Also es war ein Bönsches Enklave für Beethoven in Wien. Immer wieder waren dort Freunde und Bekannte aus Wien. Übrigens auch dann die Anna Maria von Bilderbusch. Die tauchte dort 1800 auf. Das war nun für Beethoven ein bisschen ambivalent, denn diese Anna Maria von Bilderbusch hat 1796 ihren Mann, den Grafen von Bilderbusch, verlassen. Die spielte, solange Beethoven in Bonn war, natürlich eine große Rolle, weil das Haus von Bilderbusch auch ein musikalisches, ein Förderzentrum für Musik gewesen ist. Aber die Anna Maria hat ihren Mann eben verlassen und ist mit Karl August Freiherr von Liechtenstein, einem Komponisten, abgehauen. Und die beiden tauchten nun ausgerechnet nach in Wien auf. Beethoven hat sich auch entsprechend abfällig über den Liechtenstein geäußert. Und die beiden haben dann geheiratet. Und als dann sich nach französischem Recht der Graf Bilderbusch scheiden lassen konnte, hat er eben dann die Babette Koch geheiratet. Und als Beethoven das alles erfahren hat, hat er diesen schönen Ausspruch getan: Das Glück ist kugelrund und fällt nicht immer auf die beste Seite. Also das mit der Babette Koch hat ihn doch geschmerzt, worüber ich beim letzten Mal ja berichtet habe. Das ist also das Kapitel, wie Haydn nach Bonn kam, wie Beethoven nach Wien kam, wie er sich in Wien immer wieder als Bonner bekannt hat, wie die Bonner in Wien sich um ihn versammelt haben. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal wieder zurück nach Bonn bewegen, uns nämlich mit der musikalischen Ausbildung von Beethoven befassen, die dann die nächsten Treffen dominieren wird. Wie wurde Beethoven musikalisch ausgebildet? Wie hat er seine Karriere als Organist und Pianist gemacht? Wie war das als Orchestermusiker? Und wie war schon in Bonn seine Laufbahn als Komponist?